Die Rettung der Gefühlswelt. Die 2A-Klasse der Musikmittelschule Gradwein hat genau dieses Musical einstudiert, das von drei Klassenlehrerinnen Birgit Ecker, Magdalena Bosch und Renate Hauser komponiert, getextet, choreografiert und inszeniert wurde. Auch mal heulen, echte Männer kennen keinen Schmerz. Mir tut's weh und auch mein Herz. Warum darf ich es nicht? Unser Kurzfilm beginnt bei den Probearbeiten, zeigt die Vorbereitungen bis hin zur Aufführung, gibt Einblick in die verschiedenen Rollen und erläutert das musikalische als auch das pädagogische Konzept von Hope. Liebe, Freude, Angst und Mut tun uns allen meistens gut. Musical ist ein besonderes Genre. Wie würdest du dein Musical musikalisch einordnen? Ja, sehr poppig. Das war schon ein bisschen, das Ziel war wirklich Musik zu schreiben, oder die große Herausforderung war, Musik zu komponieren, die für alle Beteiligten singbar und spielbar ist. Wir haben ja auf der Bühne Kinder und Jugendliche eigentlich. Das heißt, für die sollte es wirklich was sein, was ihnen gefällt, wo sie Spaß dran haben. Gleichzeitig aber auch für die Band, meine Lehrerinnen, Kollegen, etwas, was sie auch gern spielen. Und sicher fließt ganz viel ein von Filmmusik, was ich ein bisschen im Kopf gehabt habe. Doch auch ein Stück haben wir ja gehabt, was ein bisschen in die bluesige Richtung geht, Gypsy. Einfach Dinge, die ich gern höre, aber die ich glaube, die für jeden, der das gehört oder der zuschauen war, wo für jeden ein bisschen was dabei war. Wir freuen uns, wenn wir jemanden sehen, den wir mögen. Wir weinen, wenn wir traurig sind. Warum hast du kein bestehendes Musical verwendet für diese Klasse? Ja, das hat verschiedene Gründe. Eines ist sicher, weil ich mir mit meinen Kolleginnen gedacht habe, wenn wir selber schreiben, dann können wir es einfach noch besser an die Kinder und an unsere verschiedenen Charaktere anpassen, beziehungsweise schauen, dass wirklich alle einen guten Platz finden. Und insofern war das einfach so die Gelegenheit und die Chance, weil man gedacht habe, nein, das packe ich an und traue mich drüber und bin froh, dass ich es gemacht habe. Auch wenn es noch kein Disney ist, aber. Neben dem Klassenvorstand der 2A-Klasse, Renate Hauser, war auch ihre Stellvertreterin und Klassenlehrerin Magdalena Bosch an der Rettung der Gefühlswelt durch Hoffnung beteiligt. Welche Aufgaben hat das Team dabei übernommen? Ja, wir haben uns die Aufgaben in unserem Dreierteam eigentlich ganz gut aufgeteilt. Die Frau Hauser und ich waren für vieles rundherum zuständig, fürs Bühnenbild, für die Technik, auch bei der Vorführung selber dann, für die Kostümkoordination, fürs Koordinieren des Sponsorings, auch für den Kontakt mit den Eltern. Da haben wir alle drei eigentlich sehr zusammengegriffen und unsere Aufgaben gefunden. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel und wahrscheinlich ist auch die pädagogische Arbeit, die dann bis zu diesem Abend stattgefunden hat, auch das Wesentliche. Würdest du das bestätigen? Ja. Der Probenprozess war sehr spannender auf jeden Fall, hat uns das ganze Jahr über begleitet und wir profitieren sehr davon, dass wir so viele Stunden in der Klasse haben und da gemeinsam schauen können, wo wir die zusätzliche Probenzeit gefunden haben, welche Fächer wir dafür verwenden, wo wir tauschen können, auch dass wir die Kinder einfach in sehr enger Zusammenarbeit unterstützen können und da Textproben, Musikproben, Stellproben und alles einbauen haben können. Die Lea ändert die Stimmung und dann fange ich dann zähle ich ein, okay? Steht's hier so? Nein. Ja, wie steht's hier, die Lea? Um die Gefühlswelt zu retten, braucht es mutige Gefühle. Wie haben die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rollen angelegt? Diese Frage stellt die WebTV-Reporterin Beryl Schelch den Kids. Sophia, du hast in diesem Musical die Wut verkörpert.
Was muss man da spielen? Also man sollte eigentlich ein Gefühl von einem Kind sein, das relativ wütend ist. Und man drückt sich halt aus. Hast du, um das ausdrücken zu können, Wut richtig üben müssen? Ja, das habe ich nicht gleich so von Anfang an können, sondern ich habe es auch manchmal üben müssen. Wenn du das jetzt spielen durftest auf der Bühne, hast du gemerkt, dass Wut ein tolles Gefühl ist? Also in gewissen Situationen ist Wut sicher ein gutes Gefühl, aber es sollte jetzt nicht immer wirklich in großen Maßen da sein. Was ist Hoffnung für dich, Isabella? Also die Hoffnung für mich ist sowas, schwierig zu sagen, aber da kann man frei sein und man glaubt einfach an alles, was man schafft halt. Also ich war am Anfang, also ganz am Anfang war ich als Sprecherin da und da habe ich erzählt, was passiert und dann habe ich erzählt, wie das so sein würde, wenn man keine Gefühle hätte und wenn es einfach nur alles grau wäre, ohne Farben und ja. Daria lächelt in die Kamera und man nimmt ihr ab, dass sie die Freude spielen kann. Wie ist es dir bei der Aufführung ergangen? Also ich war sehr nervös und aufgeregt, weil es ist halt ein Musical. Aber ich war auch irgendwie froh, dann so glücklich, dann, weil wir das aufführen konnten. Schluss jetzt! Wir haben jetzt lange genug zugesehen, wie die Menschen mit uns umgehen. Irgendwann. Was war jetzt das Schönste für dich? Boah, da gibt es viele verschiedene Dinge. Ich bin einfach wahnsinnig stolz auf die Klasse. Es ist etwas ganz Besonderes, die eigene Klasse und die Kinder, die man am besten kennt, auf der Bühne zu sehen, zu wissen, was alles dahinter steckt, was sie geleistet haben in den letzten Monaten und einfach dann sehen, mit was für einer Freude sie das umsetzen, wie sie sich selber so freuen dann über den Erfolg. Und könnte mir jetzt gar nicht entscheiden, was das Besondere daran war. Es war einfach das ganze Erlebnis im Endeffekt. Ja, du darfst heute stolz zurückschauen. Was ist dir besonders wichtig, uns noch mitzuteilen? Also ein großes Dankeschön und wir wollen natürlich Hope und die Rettung der Gefühlswelt nicht nur bei uns in der Schule lassen. Und die Geschichte darf auch aus unserem Gebäude rausgehen. Und wenn wer Interesse hätte an dem Musical, bitte einfach melden. Ich glaube, dass es einfach eine schöne Geschichte ist, mit den Kindern zu arbeiten, auch für ein Jahresprojekt vielleicht, und dass die Gefühle ja in Schulen Platz finden dürfen. Wir sind da.